Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. Wir stehen nach wie vor auf der Bahn und können Eisenerz Ausgang nicht erreichen. Aus dem einfachen Grund, wir sind aktuell hier auf dem äußeren Ring, auf dem wir fahren. Und die beiden sind auf dem inneren Ring. Da kommen wir halt so, wie es jetzt gerade aufgebaut ist, einfach nicht hin. Dafür hatte ich halt dann die Idee mit den Kreisverkehren. Was nur leider jetzt gerade nicht ganz funktioniert. Kann ich... Ja, ich hab... Ja, genug Material habe ich. Sieht einfach besser aus, wenn da drunter eine Plattform ist. Auch wenn ich überall Säulen drunter setzen müsste. Damit, sage ich mal, strukturtechnisch richtig aussieht. So, dann brauche ich, sag ich mal, hier eine Kante. Eine Schiene. Dann will ich das alles hier mal eben anschließen. Nein, daran. War das richtig gemacht? Ja. Button. Und damit das Ganze jetzt funktioniert. Gott, das ist ja Fuckloch. Meine koordinatorischen Fähigkeiten lassen gerade sehr zu wünschen übrig. Jetzt müsste die Bahn dort hinten sagen, ich kann das Ziel erreichen. Dann nicht. Fährt hier rein. Ah, ne. Jetzt muss er können. Genau. Jetzt kann ich hier geradeaus reinfahren, umdrehen und irgendwie gerade lang. Dort. Ah, das ist noch erwischt. Ah ja. Einfach geradeaus hierher. Nur, dass hier halt noch nichts ankommt. Aber da kümmern wir uns sofort drum. Problem ist, der Eisenerz kommt dort an und wir müssen hierher. Aber das ist nicht das Problem. Wir nehmen wieder unsere großen Container, von denen ich jetzt gerade nur einen bauen kann, weil wir die Rohre nicht mehr haben. Was für mich bedeutet, ich gehe einmal kurz hier hinter. Ab.
glaube, ich habe auch nicht genug für eine separate Lok. Na doch. So rum. Das wäre natürlich noch cool, wenn man im Inventar sagen könnte, habe immer das Material für eine Lok bestimmt. Das ist, wenn man so eine Lok abbringen kann. So, hier haben wir die Stallträger, von denen wir noch genug haben. Ja. Mal ein paar Rohre. Du fährst mir mal eben. Nächster Bahnhof ist nicht erreichbar. Okay. Dann ist mir das hier scheißegal. Dann würde ich hier gerne einmal umdrehen. Um hochzukommen, muss ich ja einmal abbiegen. Wir können auch einmal abbiegen. Bremsen der Züge ist mich träge, muss ich sagen. Also nichts gegen das Bremsverhalten. Ist halt eine sehr schwere Lok. Aber es kommt mir trotzdem sehr, sehr träge vor. Das wird nichts. Ich komme nicht weg. Das auch erledigt. Das kommt dahin und jetzt haben wir auch genug hier für unsere Container.
ich an der Stelle einmal, ich sag einfach mal ganz charmant, hier hinstelle. Und wir haben ja immer 10 Stück genommen. Das hier sieht schon mal alles richtig aus, nur der ist falsch gestellt. Das hat natürlich falsch umgedreht. So. Damit das alles gut funktioniert, hau ich den. Ne. Mach ja normal. Genau, und schon kommt es hier an. Fährt hier hoch. Was jetzt natürlich nicht funktioniert, weil es sich staut. Jetzt geht's hier rein. Auch wenn es nur 28 sind. Und damit transportieren wir hier schon mal Eisenerz her. Breit ist das Ganze hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Meist mal 7. Mit dem hier als Mittelplattform. Ich habe jetzt nicht auf die Länge geachtet. Das wird sicher schon hinhauen. So. Dann die Splitter. Ah, warte mal. Na, passt schon. Die Fusionator Splitter. Und ja, ich könnte mit E auch durchwechseln. Denke ich aber auch nicht immer dran. Dort ein und dort ein. Dort fängt's an. Jetzt fehlen mir Eisenstangen. Und dann komme ich noch nicht genug für eine Werkbank da. Ja, ich glaube noch nicht. Ich gehe einfach mal so frech und klaue mir das hier schon mal. Mache mir Eisenbarren daraus und dann daraus die Stangen.
Vielleicht haben wir ja Glück und das 1.0-Update verbessert auch das Zugsystem. Dann hätten wir Sachen wie programmierbare Haltebedingungen. Wie ein also nicht ganz wie in Factorio. In Factorio wünsche ich mir das auch noch. Dass man sagen kann, fahre beispielsweise, ich baue ja mit der Tankstelle. Also halt mein Tankstellensystem. Das setze ich, damit es schick aussieht. Wie setze ich denn das? Ich denke mal so auf die Kante. Das würde, glaube ich, ganz gut aussehen. Und dass der Zug halt die Tanke nur anfährt, wenn sein Treibstoff eine gewisse Grenze unterschreitet. Dass man halt sagt, liest den Inhalt der Lok aus, also bei Victorio jetzt. Und wenn du weniger als, keine Ahnung, 10 Items da drin hast, soll deine nächste Haltestelle die Tankstelle sein. Und so könnte man hier sagen, halte am Bahnhof an, bis du voll bist. Und zum Beispiel fahre die Haltestelle hier nur an, wenn du Eisen geladen hast. Okay, könnte man auch so machen. Fahr zur Eisenabholung, fahr zur Eisenschmelze, fahr zur Kupferabholung, fahr zur Kupferschmelze. So könnte man jede Schmelze mit der Zeit mal Stück für Stück versorgen. So, dahin und dorthin. Dann hätte ich hier gerne einmal Strom. Den sogar hier oben dazwischen sitzen kann. Oder einfach so hier dazwischen. Ah, dann bleibe ich lieber hier oben. Autosave. Dann kann ich von hier dorthin. Und du hast mehr Eisenbarren mit 2 Stück Schmelzen. Hier. Kann nichts einfügen, wenn nichts wird ist. Damit ist das erfolgreich. Kommt da, und wenn ich die Station jetzt umbenenne in Eisen, ist das jetzt auch in der Lok. Ups. Na, ich habe noch auf B laden. Mist. So wird hier natürlich nicht ankommen. Entladen. Jetzt rein. Und schon könnt ihr hier anfangen. Auf jede Seite 8 Stück. Drei. Vier. Da wäre die 4, 5, 6, 7. Hier wäre dann die 8. Und hier wäre die 8. Jetzt muss ich es nur hinkriegen, die hier im richtigen Abstand zu setzen. Aber dafür brauche ich erstmal mehr Stangen. Dafür brauche ich die hier. Eben schnell 2 Konstruktor bei Eisenstangen mit dem hier. Pion einfügen.
mal eben kurz nebenher bauen lassen. Und nebenher einen Schluck trinken. Nicht die Ausrichtung gleich mitkopiert. Natürlich passt das jetzt nicht mehr wegen den Dingern. Einfügen. Okay. Manchmal verstehe ich nicht, warum der das mit dem Spüren und Einfügen nicht ganz hinkriegt. Ja, jetzt will er zum Beispiel nicht mehr einfügen, obwohl ich dich kopiert habe. Damit ist die erste Seite bedient. Bin unter Strom. Der kommt auch gleich. Schön nebeneinander platzieren, damit es auch gut aussieht. Das Problem ist, ich könnte zwar das alles durch eins durchleiten, aber dann kann ich halt nur die 8 halt vorne in den kleinen Viererblock setzen. Das würde zwar für die aktuellen Schmelzkapazitäten auch vollkommen ausreichen, aber wenn der kurzen Zeit wird, der zu hin und her pendelt, sowieso nicht. So viel Eisenerz hier rankriegen. Ach, der Start. Kupferzug, es wäre sehr nett, wenn du hier ankommen würdest. Der darf nicht fahren,
Weil die Signale. Nee, er darf fahren, okay. Ich dachte, der darf nicht fahren, weil die. Nee, hier haben wir Signale aufgestellt. Aber dort noch nicht. Das heißt, solange wie der Eisenzug in seiner B-Ladehaltestelle ist, kann der Kupferzug nicht fahren. Das ist natürlich doof. Geschwindigkeit geht es hier rein in die Milzen. Ich sie schön alle nacheinander entscheiden. Hier kann ich mich ja sehr ruhig hinstellen und Kupferbarren nicken. Und jeden, den ich durchlasse, der wird in Punkt umgewandelt. Hey, dann nur ein Punkt pro Barren. Also, wenn man einfach nur irgendwie Punkte machen will, lohnt es sich nicht, das Erz in Barren umzuschmelzen. Wie ich herausgefunden habe, Barren bringen einen Punkt, genauso wie das Erz. Kann ich für die nächste Folge eigentlich mal die Tabelle dann noch raussuchen? 200 Barren Zoll. Fragment kann ich mir auch mal schnell gleich umschmieden hier. Aber das lassen wir in den Tag frei. Da machen wir uns hier mal schnell so 50, 100 Drähte. Dann machen wir die 100 voll. Oder bis wir nur noch 150 hier von den Barren haben. So. Ja, dann kann ich hier hinten den letzten Schmelzofen setzen. Und die alle anstöpseln. Dann fehlt nur noch die Verkabelung. Bei den Strommessen geht es mir jetzt nicht darum, dass die irgendwie an einer bestimmten Stelle stehen. Ich will die einfach nur hier halbwegs mittig haben. Alles angeschlossen. Oder? Fehlt was? Oh, ich finde die Rezepte. Ich darf aber trotzdem einmal den hier noch machen. So. Weil auch hier kommen wieder die Awesome Schredder hin. Dann für mehr Punkte sorgen sollen und die müssen natürlich auch verkabelt werden.
kopieren. Einfügen. 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 Da funktioniert's. Habe jetzt extra bei jedem auf die Tastatur geguckt, wenn ich versehentlich das falsche drücke. So, und den restlichen Anschluss möchte ich dann in der nächsten Folge. Deswegen sage ich meinen typischen Spruch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.